So, ich nehme also ein... Psst, hört ihr zu? So, ich nehme also ein Reagenzglas. Ich fülle das Reagenzglas mit Sauerstoff. So, macht er jetzt den Daumen drauf. Und hier in dem Reagenzglas befindet... Sag mal, was gibt es denn jetzt zu reden die ganze Zeit hier? So, also, hier in diesem Reagenzglas befindet sich jetzt reiner Sauerstoff. Und das Problem ist, wir können diesen Sauerstoff ja nicht sehen. Ja, da könnte jetzt sonst was drin sein oder könnte ganz normale Luft drin sein, ja, oder nur Stickstoff oder nur ein Edelgas. Bei Sachen, die wir nicht sehen können, können wir nie sicher sein, was wir eigentlich haben. Für solche Stoffe gibt es Nachweisreaktionen. Ja, und die bekannteste Nachweisreaktion ist die Glimmspanprobe. Dazu nehme ich jetzt hier einfach einen Holzspan, zünde diesen Holzspan an und wenn der Holzspan brennt, dann puste ich den aus. So, und dann glüht er. Und wenn ich jetzt einen glühenden Holzspan in Sauerstoff stecke, dann entzündet der sich.